No luck signing the Rittmeister, but the crisp wind of early winter ripped past my Google. Ich habe Google falsch geschrieben. And my silk scarf crackled behind me as a pair of enemy fighters flew fast and level in our sights. Gut. Das hat nicht so funktioniert. Wie treffen die einen teilweise? Das ist sehr komisch. Jetzt soll ich Flying Ability hochdrehen. Weil das hatte ich auch schon mal versucht, ne? Ich glaube, die Hitboxen passen auch nicht so ganz zu der Flugzeuggröße, Flugzeugposition. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das hier funktioniert. Es funktioniert etwas merkwürdig. Das war keine gute Idee, das war keine gute Idee, das war keine gute Idee! Fünfzehn ist nicht meine Zahl. Ich glaube, ich mache noch eine Mission, dann mache ich Schluss für heute. Es ist frustrierend so ein bisschen. Die Probleme sind auch so viel einfacher. Aber wie gesagt, ich weiß nicht mal, warum ich hier ein Maschinengewehr habe. Kann ich hier irgendwann mal was abschießen? Ich meine, ich kann nicht die Bodensachen abschießen. Zu Tunnelmission kann ich inzwischen. Richtig gut. Danach wird es ein bisschen schwieriger. Notifies that Britain is a new Prime Minister. A public outcry over British failures in battle as Browser follows Sir Herbert Asquith. King George has left with no choice but to ask David Lloyd George to form a new government. U-boats have still a thorn in Britain's naval blockade. Our latest orders are to head out. Bombs the swarms in Dover Strait. Oh, Bombing, das kann ich. Nee, kann ich auch nicht. Ach, das sind wieder Destroyer dabei. Die haben wieder Luft ab hier überall. Aber da habe ich wenigstens eine Chance zu gewinnen. I don't think a cool GNU. Difficulty was to find this contraptions from way up high. Ordinarily looking out over my left and right wings, I feel like a starved gull seeking my prey in the endless blue. Wird man nicht so ein bisschen irre, wenn man die ganze Zeit so auf blau starrt? Also ich weiß, dass es sowas wie Whiteout gibt. Wait, aber das Ding ist doch nicht kaputt. Was? Sind wir wohl verarschen hier? Achso, ich brauche zwei, wenn die abgetaucht sind. Eine, wenn sie nicht, oder was? Habe ich sie alle zerstört? Nein. Winger, Viper sind ein tolles Spiel. Was? Ach, mir fehlt eins. Das ist das, was unter... Wie hätte ich das denn noch killen sollen?
Achso, das war dieses Wasserrennspiel, deswegen. The Battle of Verdun is last over and father sales go down. The books are the longest in military history. I can't imagine one couldn't go long as probably one that ended in stalemate. What a waste. Father's mole sent us an urgent message last night. The Rittmeister is being transferred to a new sector tomorrow. If you don't find him at Hessen today, we may never get another chance. Weil das Jahr ist fast rum. Wir könnten noch bis zum Ende des Jahres spielen. Seht Ritter, ich schieße einfach den, habe ich auch Ritter abgeschossen. Komm ab mal die two flanked by three monos, the four of us knew we found der Rittmeister. The cocky flight leader never let fellow pilots fly machine equal to his own. So is his time to let his own tombstone. Nee, das glaube ich nicht. Nicht nur Wasser. Was denn sonst noch? Ich treffe die ein paar Mal, aber dann sterbe ich ja doch meistens, weil... Oh, oh, nein, 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 nein. Ich finde es schön, wie lange man hier schräg fliegen kann, ohne dass irgendwas passiert. Also, was? Nee, das ist einfach nur ein braunes Feld. Ach, du meinst Vibe-Out. So. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn hier eine Straße wäre. Ich sehe die nicht mehr, wenn die mich halt einfach mühelos niederschießen. Oh! Ich meine, ich bin gar nicht so tief, ich habe mir das nur eingebildet. Ach stimmt, mit dem einen habe ich ein Plane abgeschossen, weil ich reingeflogen bin. Das zählt ja auch. Das ist ja auch ein Abschuss, wenn man reinfliegt und stirbt. Ah, hier auch noch mein Maschinengewehr gerade wieder, sehe ich. Ich stehe auf der falschen Seite, das ist gar kein Problem nicht. Wir drehen einfach, während wir nach unten stürzen. Seht ihr, alles easy. Es ist fast schon so ein bisschen realistisch. Ah, fuck. Zu schräg. Ja, das wäre schön, so Raketen. Kurz vor Weihnachten ist er gestorben. Ich dachte, ich schaff's noch, nachdem ich schon so... ich wurde 21. Okay, ich bin auch immer jünger. Scheiße, das macht eh nicht so viel Unterschied. So. Sagen die Tutorial-Missionen bereiten auch einen nur bedingt vor. Ich finde schön, wenn die Framerate immer nach unten geht, wenn hier irgendwas explodiert. Ich bin nach wie vor ziemlich sicher, dass man im Ersten Weltkrieg nicht mit Flugzeugen die Maschinengewehre genutzt hat, um auf Fässer zu schießen. Zumindest nicht in dem Sinne. Ah. Uff. No Death Challenge, Mann. 9.999, nee, so viel haben die, nee. Also A, das wird nicht reinpassen, glaube ich, und B, das sind nur 230 Missionen. Das Spiel endet in nicht mal zwei Jahren. I don't believe it, Christmas Day, and Father Small reported not 10 minutes ago to the Huns plan to bomb our base at Ypres.
What is dispatching forth us to intercept their gotas and make sure no bombs are dropped over our chimney? If they want to attack on Christmas, we send them back to their old tannenbaums, faster than the melting chore can sing a flat throttle of silent night. There was a spirit of giving that was set out safeguard our friends at Ypres. Intercepting 200 bombers and fighter below, we welcome the enemies with a little Elliot holiday cheer. Dann gehen wir mal runter. Und versuchen diesmal nicht wieder zu sterben. Das sind Gotas, die dürften im Prinzip gar nicht wirklich sich wehren können. Die sind langsam und, also, naja. Alles im Ersten Weltkrieg. Ein Flugzeug war, glaube ich, langsam. Ach, komm schon, jetzt klaut mir wieder mein Kill. Kein Wunder, dass ich keine habe. Mir alle geklaut ständig. Meine ganzen Kills. Oh, die Performance ist auch schon wieder. Nein. Ich finde es schön, wie das Feld auch immer wieder einfach aufploppt, wenn man nah rankommt. Och, oder sind meine Waffen wieder geschämt? Gut, wir landen. Ja, was willst du machen außer landen, ne? Gut, ich könnte hoffen, dass meine eigenen Einheiten, die alle abschießen, die Mission gewonnen wird, aber. Nun. Base bombed. Ja, easy. Kann man den Krieg auch verlieren? Frage für einen Freund. The third calendar year of the war ends. President Wilson is trying desperately to... Stimmt. Made peace in Europe. Germany is interested, but not without keeping certain gains in Belgium, France, Russia. I have the feeling we couldn't be here another full year. Headed deep into the overrun Belgian interior as this morning for balloons busting over Brussels. What a way to end 1960. Ja, das kenne ich. So habe ich 2016 auch beendet, indem ich mir beim Flugzeug Ballons abschoss. The conquered capital city climbed out for liberation as my wingman and I espied a solo balloon floating miserable above it. Three Hunt planes and patrol below went offering any solace. Krieg verloren, müssen Kampf an dir nochmal spielen. Also soll ich irgendwann mal herausfinden, was ich falsch mache und ob das wirklich viel besser geht, spiele ich es vielleicht nochmal, aber bin mir nicht ganz sicher. Bin mir nicht sicher, was ich falsch mache. Vielleicht habe ich irgendwas Elementares noch nicht verstanden. Vielleicht ist das Spiel aber auch so. Ich weiß es nicht so genau. So alte Spieler haben ja gerne mal Ansicht, dass sie nicht so ganz fertig sind und absurd schwer und also ohne Ende Flying Abilities. Der hat mich eben noch getroffen, oder? Das war die. Vielleicht soll ich einfach landen, bevor mich wieder einer abschießt. Meine Verbündete sind auch schon wieder tot. Kann ich nicht auf die Seiten der Deutschen spielen? Die sind irgendwie besser. Kann ich überlaufen? Gut, die Frage ist auch immer, ist auch natürlich, wie komme ich immer wieder... hallo? Warum drehst du denn jetzt nicht mal nach links? Ja, okay, ich hatte sich gerade erledigt mit dem Überleben. Dein Holz ist gesplittert. Ja, dann kann es liegen. Nun. Wow. Mai 1916 hat das Spiel angefangen, oder? Nee. April? Mai? Mai.
Hong Kong 17. Ist das Jahr bald mal rum? Bomben mal alles in Shooting rein. Vielleicht, ich treffe eh nicht so oft, also. Vielleicht bringt das ja was. Jetzt habe ich gerade Selfinio gelesen. Jetzt wird es aber auch. Ich glaube, ich sollte Schluss machen. Aber ich habe unendlich viel Munition für mein Maschinengewehr hier in der Mission. Wo ich es niemals brauche. So, Speedrun-Tactics, ganz vorne hinstellen, damit man möglichst sofort weg ist und die Mission beendet. Ich meine, das war. Ja, ist egal. Oh, wir haben noch Second und First Lieutenant. Gut. Hey, es ist 1917, es ist die letzte Mission, dann machen wir Schluss für heute. What a suit way to start a new year. Went on a training flight yesterday with an empty stomach. Shouldn't have known better. We were working on split aids when I suddenly broke out in a cold sweat. Had to lean over the side of my plane and well, I'm sure the idea is clear. Wolf down 3 tins of beans and thanks for the morning's training staffing. So it doesn't make me sick, nothing will. Ich habe wirklich ein Unzeichen benutzt. Leck mir mal. Strafe the train? Okay. Wir versuchen den Train zu strafen. Reach Lili to find an empty munitions train barreling out of town for a pickup. As my target travels south, I swear to intercept it. Ready to unleash multiple rounds in its coal car. Die Treffermechanik verstehe ich nicht so ganz hier. Spiel bis zum nächsten Tod. Ja, das wird wahrscheinlich ewig dauern. Ich habe einen von 38. Was? Ich mache doch hier irgendwas falsch. Habe ich irgendwo hart gewählt? Habe ich die Ultra-Hard-Version? Ist das ein Bug oder was? How to introduce to a friend of this morning as we were making preparation to bomb the trains of Lille. It's a field medic named Bart Tomopoulos. So his heritage is Greek. He was born in Turkey and immigrated to Britain when he was 16. Holy Joe says Bart is really needed a break from the front of God assigned here. Sometimes he wants to be a doctor. Spiel noch bis zum nächsten Tod, damit der Arsch glücklich ist. Weißt du, ständig nur verlangen, aber nie gibt er mir irgendwas. Wow. So, one thing for German trains. They didn't mind to get where they're going. Whether they're being strafed or bombed, they just keep rolling. The Lily Line sure wasn't interested in our detour. Fuck off. Okay, alles gut. Ich muss nur den Flakgeschützen ausweichen, die mich mit einem Treffer vernichten. Ist das überhaupt nicht übertrieben oder so? Nee, nee. Und da ist der ganze Zug im Arsch. Ah, leider nicht getroffen. Dann versuchen wir mal so einen Truck. Die Mission kann man auch nicht sterben. Train, yes. Easy. Zählt er nur nicht als Abschluss.
Weil nur Flugzeuge werden hier als Kills gezählt. Und Ballons werden auch noch irgendwo weiter. Hallo? Hallo? Och nee. Oh nee, sag jetzt nicht, du hast dich verabschiedet. Das heißt, ich darf beim nächsten Mal wieder bis... Hat er das trotzdem gespeichert? Speichert er trotzdem? Ich gehe mal kurz gucken. Elf! Nun, das war Wings für heute. Ich werde vielleicht mal Vinua installieren, vielleicht läuft es dann besser. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Eventuell starten wir beim nächsten Mal nochmal neu. Ich weiß auch nicht, wie ich auf den Gedanken komme. Und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.